Okay, wir haben auf jeden Fall die Knorrer gefunden. Mann, Alter, das ist ja hier nochmal richtig Schocker. So, kriege ich hier die Tür auf? Nein. Kriege ich die Tür auf? Nein. Keine Tür kriege ich auf. Tja, dann probiere ich nochmal schnell durchzulaufen. Und da hinten über das Ding rüber zu laufen. Genau, hier rein. Toll. Haben wir ein paar Sekunden Zeit, bis das Tentakelvieh wieder runtergeht. Ja, das ist eine Brille. Brille können wir gebrauchen. Die Uhr können wir auch gebrauchen. Rucksack voll. Na toll. Okay, dann können wir eigentlich schon gleich mal hier den Rückzug antreten. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen alternativen Ausgang. Das wäre natürlich schön. Boah, da haben wir jetzt aber noch mal ein paar Munitionsdinger dazu bekommen. So, schnell hier nochmal. Auf jeden Fall sind wir direkt umzingelt von irgendwas. Wie schaut's denn, wo sind denn meine Filteranzeige? Keine Ahnung. Das einzig Gute ist bei dieser Stelle, wenn wir hier so viele von den Jungs haben, dann haben wir auf jeden Fall keine Tentakel. Hey, Spartaner! Cool. Weiß nicht, wo die Spartaner herkommen, aber danke. So, hier haben wir noch eine Feuerleiter führt zum Hof. Das ist gut, dass eine Feuerleiter zum Hof führt. So, hier haben wir erstmal nochmal alles schnell mitgenommen. Ah, das ist nochmal ein eigenes Ding, okay. Ist zwar schon lange her, aber jetzt muss ich hier mal in die Tasten hauen. Mama. Das will ich mal sehen jetzt. So, dann können wir hier nochmal mitnehmen. Gut, das muss ich dann hier nämlich nur nochmal hin. Wenn ich was mitnehmen will. So, hier ist auf jeden Fall offen. Von hier kamen wir. Das heißt, wir müssen... Kann ich das hier öffnen? Nein. Oh, der hat sich festgehalten, ist gestorben, Alter. Krass. Okay, die Spartaner kamen hier raus, ne? Sollen sie dann mal in Ruhe weiter spielen? Aber sowas ist natürlich geil. Das sind so Momentdinger, die natürlich nie wieder passieren werden in diesem Level. Aber einfach geil. Gehst hier rein, triffst mal den Spartaner. Wäre natürlich geil, wenn die da bleiben würden. Rucksack voll. Also hier ist auf jeden Fall, hier könnte ich alleine nochmal hin, um nur nochmal allein eine Tour mit meinem Rucksack zu machen. Vielleicht habe ich Glück, hier kommen auch gar keine neuen Gegner. So, geht das hier auf? Ist auf jeden Fall Strahlenschutzanzug, brauche ich da. So, mal gucken. Kann ich die Leiter hier runterlassen? Okay. Jetzt aber hier nichts wie rein, Alter. So. Geht nicht. Klasse. Dann gehen wir hier rein.
Jojo, ich wechsle schon, keine Sorge. So, dann haben wir das ja auch schon mal abgeknuspert hier. So. Okay. Ja, läuft doch. Ich hoffe mal, jetzt kommt keine Nosalis wieder. Und ich sag's auch noch. Müssen noch mal weniger werden hier. Keine Lampen mehr. Na gut, gucken wir mal, was wir Schönes für ihn haben. Hey, schön dich wiederzusehen. Liebesromane. Ein Fahrrad, das ist ein großartiger Fund. Einfach großartig. Gute Arbeit, junger Mann. Gute Arbeit. Hier bitte. So, und jetzt kaufen wir uns gleich mal hier so einen schönen Strahlenschutzanzug. In Ordnung. So, und speichern das Ganze mal. Hier scheint ja anscheinend wirklich der Speicherer zu sein. Ah, cool. Unsere beiden Typen sind hier. So, einen Filter gönnen wir uns nochmal. Medikits brauchen wir halt nicht. Also wir brauchen schon Medikits, aber ich glaube, wir schaffen das ganz gut. Mal gucken. Ah geil, die liegen immer noch da. Hat noch keiner weggeräumt. So, ich glaube, hier war das, ne? Genau, dann müssen wir hier lang. Dann hier hoch, wo man das auch ist. Dann sind wir schon wieder hier drin. Achso, wir wollen ja da lang. Ah. Ja, ich habe ja jetzt einen Strahlenschutzanzug, habe ich auch voll verpeilt. Sorry, mein Fehler. Aber hier müssen wir jetzt nur aufpassen, dass es hier uns nichts erstmal wehtut. So, aber anscheinend gibt es hier überall wieder neue Munition. Nee, doch nicht. Okay, dann hatte ich die nur vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es über 360 auch noch so war, dass man auf den, dass man für all die Tagebüchereinträge hier irgendwas bekommt oder so. Fragt mich jetzt echt nicht, keine Ahnung. Das ist zu lange her. Ja, aber sieht aber soweit erstmal ganz gut aus. So, dann hier. Dann haben wir jetzt ja einen Schutzanzug. Das heißt, wir können so gut wie alles eigentlich mitnehmen. So, den können wir nicht mitnehmen. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht, okay. Alter, ich habe einen Schutzanzug an. Willst du mich verarschen? Ich habe mir gerade einen Schutzanzug gekauft. Stimmt, ich habe gar keinen Schutzanzug an. Wieso habe ich keinen Schutzanzug an, wenn ich mir den gerade gekauft habe? Dann müssen wir mal schnell zurück. Wieso habe ich keinen Schutzanzug an, wenn ich mir den gerade für 200 Öcken geholt habe? Also ich habe mir geholt, auf jeden Fall. Ja, Treppe steigen bei Metro war schon immer ein Krampf, Alter. So, jetzt kommt wieder erstmal eine richtig fette Horde. Na, oder auch nicht. Glück gehabt. Haben wir nochmal ein paar Lämpchen mit. Brauchst du was? So, jetzt habe ich ihn. Okay. Interessant, warum ich die gekauft habe und extra anziehen musste. Aber ich bin langsamer jetzt. Aha. Cool, das haben sie auch bedacht. Ja, mal cool.
Ja, das ist natürlich auch geil, dass du direkt hier eine Basis hast, wo du denn natürlich so direkt im, an einem Nosalis-Nest oder so bist anscheinend. Muss man auch erstmal auf die Idee kommen, ne? So. Ha, siehst du, jetzt ist zwar noch ein bisschen dieses, der Geigerzähler spielt zwar noch verrückt, aber mehr ist das erstmal nicht. So, da unten sind wir auf jeden Fall lang. Muss ich hier jetzt schnell hoch, bevor die ganzen Viecher kommen. Schon hoch. So. Und rein und erstmal hier den Wischer wieder machen, ne? Dass wir wissen, was wir hier machen. So. Okay, das sieht definitiv anders aus als damals. Oh, scheiße. Jetzt muss es schnell gehen, Alter. Ich glaube nicht, dass ich dir genug Munition habe, den zu besiegen. Ich glaube, das war zum Glück, glaube ich, nur eine Tentakel, die mich da gerade gehauen hat. Ja. Zum Glück war das nur eine Tentakel. Ich glaube, wenn der mich packt, der Dämon, dann war es das mit uns. Noch irgendwas rum? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Jetzt sind wir einmal rum. Jede Menge Munition. Hier auch noch ein bisschen was. Auch noch ein bisschen was. Okay, soweit so gut. Dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen im Wasser um. Auch gut aus. Tja. Eine kleine Ratte. Du ja. Hey, nehmen wir mal mit. So. Ja, mehr liegt hier aber jetzt auch nicht öffentlich rum. So, können wir mal mitnehmen hier. So, zack. Oh, kleine Wichser, ihr wollt Stress? Hey, wieso überlebst du das? Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob wir unten noch in die Bibliothek reinkommen. Also unten ins Archiv, besser gesagt. Wir sind ja schon in der Bibliothek. Oh, Rucksack voll. Hier kommen wir nicht lang. Hier kommen wir auch nicht lang. Das ist also eine 1er Sackgasse. Das ist auch ein Vorteil. Dann müssen wir hier nicht wieder her, wenn uns irgendwelche Dämonen jagen, ne? So, lauf, mein kleiner Stalker. Lauf. So, oben kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Wenn der Rucksack auch wieder voll ist, können wir eigentlich genüsslich zurückgehen. Das Problem ist jetzt natürlich, wo können wir noch lang? Oh, ich liebe diese... Ich liebe es einfach. Du musst tatsächlich einfach mal runterspringen. Tja. Stellt sich denn irgendwann mal die Frage, wo wir noch hin müssen. So, wo sind wir hier? Hier sind wir hier. Achso, ja, dann... Ach, den kann ich auch... gehen. Auch wieder ein Nappel. Jetzt kommen aber gleich definitiv nochmal welche. Na, sag ich doch mal. Super, wie kommen wir hier? Wenn eins sicher ist, dann Nosalis, Alter. So. So, ich hab dir. Alter, hat der viel Müll hier liegen. Unglaublich. Könnte nützlich werden. Das ist definitiv zu gebrauchen. Kann nicht behaupten, dass das viel wert ist. Wirklich gute Arbeit, muss ich sagen. Tja, mehr kann ich. So, wir haben einiges abgeknuspert. Arzneivorräte, Puppe, Teller. Weltraum, Gittermodell. Schweißerhelm, oh, das ist ja eine Ampel. Eine Ampel, da müssen wir mal gucken. Die könnte irgendwo draußen natürlich sein. Geheime Etro. Ich wünsche dir viel Glück. Was haben wir denn hier so schönes an Munition? So, das ist der. Ich wundere mich, wer atmet denn hier so schwer, Alter. So, erstmal speichern. Speichern, speichern, speichern. Was natürlich auch immer sein kann, ist natürlich, wenn man immer speichert, dass vielleicht auch neue Ereignisse passieren. Ne? Das wäre ja zum Beispiel auch mal eine schöne Möglichkeit.
einfach neue Sachen einfach eintreten. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wo sind wir überall lang gegangen? Ich habe überall jetzt schon eine Lampe angebaut. Das heißt, wir müssten irgendwo mal einen Platz finden, wo ich noch keine Lampe verbaut habe. Aber eigentlich habe ich schon überall eine Lampe verbaut. Da komme ich auf jeden Fall raus irgendwann. Oder nur Salis kommt raus, eins von beiden. Ja, und ich sag's auch, dass da nur Salis rauskommt. Blöder Mistkerl. So. Hier bin ich ja schon runter. Einzig gut ist jetzt, da ich jetzt einen Schutzanzug habe, können wir uns hier mal in Ruhe umgucken und mal nach einer Ampel Ausschau halten, ne, würde ich mal sagen. Hier liegt auch nicht gerade viel rum. Telepathen höre ich jetzt schon wieder. War ich hier schon? Ah, das ist doch hier unser Standard-Anfangsgebiet. Ah, das ist hier, ja. Hier kommen wir runter. Müssen wir mal gucken. So, dann hier. Hier gibt es auch nichts. Sieht nichts nach einer Ampel aus. Hm. Also, dass es hier schön windig ist, dass ich natürlich immer weniger sehe. Das ist natürlich auch wunderbar. Hier haben wir auch schon überall. Ja, hier war ich natürlich nirgendwo drin, ne? Ah ne, doch, warte mal, das ist hier das... Hier war ich noch nicht drin. Aber hier sieht es auch nicht so aus, als wenn ich da hinkomme. Oh. Hm, schwer, schwer. Auf jeden Fall waren wir da unten schon. Das war auf jeden Fall... Da waren wir! So. Da ist schon wieder die Leiter. Gleich geht es weiter, denn bald kommt die Leiter. Hier liegt auch... Ah, hier liegt noch ein Toter. Und Toter, ich dachte eine Jacke, könnte man aufnehmen, suchen wir aber nicht. Tja, hier liegt auch nichts weiter so rum. Oh, ich habe bald keine Filter mehr. Das ist schlecht, Alter. Tja, dann müssen wir uns hier nochmal ein bisschen in der Bibliothek umgucken. Yes. Dieses Glitchy hier. Ja. Hm. Schade, dass es keine Karte oder so gibt, ne? Ist da oben einer? Ah, nee, das ist so. Aber da ist auf jeden Fall die Tür offen. Wie kommt man da oben nur hoch? Ja, du schon hier. Eine kleine Ratte hier, Alter. Vielleicht muss ich den Dämon töten. Das kann natürlich auch sein. Und ich würde mich nur ungern mit dem anlegen. Wo ist er denn? Da oben Licht? Da oben ist doch Licht, Alter. Da ist doch definitiv Licht. Da ist doch wer. Oder ist das einfach nur eine Suchscheinwerferanlage? Aua. Wer wagt es? Oh, guck mal, da hätte man reinfallen können. Gut, dass ich... Ach, sowas liegt hier auch oben drin. Na, das ist ja toll, Alter. Kann ich hier raus? Nee. Das war der Scheinwerfer. Kann ich nicht zerschießen? Ich frage mich, wofür dieses Licht war. Irgendwas hat es da oben angeleuchtet, aber jetzt nicht mehr. Ja, hier kommst du... Ach ja, oh, bin ich blöd, Alter. Kannst du hochgehen? Also doch, genau wie bei Metro 1. Ja, sorry, 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 sorry. Ich bin blond. Verzeiht es mir. So. Hier geht's nicht weiter. Tja, da bin ich mal gespannt, ob es Bibliothekare hier gibt. Aber noch spannender wird es, weil ich oben keine Filter finden werde, ob wir es noch rechtzeitig zurückschaffen. Und das hört sich definitiv nach Bibliothekare an. Ja. Oder nach Nosales mit Stimmenbruch. Kann natürlich auch sein. Ich hoffe es einfach mal nicht.
Boah, ich bin doch extra weg, Alter. So, hier ist nichts. So, auch mal was, ne? Man kann ja auch immer, andauernd wird was gefunden. Ich habe einfach mal nichts gefunden. So, jetzt erstmal ordentlich einen wieder ein paar Mal in die Fresse kassiert. Und ich glaube, das war ein Fehler hinzugehen. Ich glaube, das wird das erstmal sein, dass wir jetzt gleich sterben. Nein, ich wusste es, Bibliothekare. Und gleich ist die Maske Schrott. Ich muss hier weg, Alter. Ich glaube, er hat mich bemerkt. Also, wenn er mich jetzt gleich spontan angreift, wissen wir, dass ich ein Problem habe. Ja, ich kann hier durch, aber ich darf ihn nicht angucken. Weil, ganz ehrlich, ich kann ihn nicht besiegen. Nicht mit den Waffen, die ich habe. Nicht mit den Waffen, die ich habe. So, das Problem ist bei den Bibliothekaren, falls ihr das Let's Play zum ersten Teil bei mir noch nicht gesehen habt, ist einfach, man muss sie angucken. Ich habe keine Filter mehr. Ich habe keine verdammten Filter mehr. Ich muss hier weg, Alter. Ich habe nicht mal mehr Batterien, Alter. Hey, ich guck dich an. Ich guck dich an, mein Lieber. Okay, ich habe weniger als eine Minute Zeit, jetzt hier rauszukommen. Das werde ich doch nie schaffen, Alter. Das Problem ist auch, die Bibliothekare verfolgen einen. Das heißt, wenn der jetzt gleich in der Tür steht, habe ich das Problem, dass ich nicht aus der Tür rauskomme. Es ist so bescheuert, dass man hier draußen keine Filter findet, Mann. Das haben die echt mies programmiert, Alter. Also jetzt nicht mies in Sachen von schlecht, sondern extrem unfair. Ist ein hoher Schwierigkeitsgrad, gebe ich zu. Ist ungefähr... Nein, ich habe keine... Ich habe nichts. Ich komme nicht. Ich muss hier raus, Alter. Ich kann nichts. Ich muss was suchen. Okay, gleich bin ich tot. Ich muss hier runter. Komm mal rauf. Und runter hier. Egal, aber ich habe Sauerstoff, Alter. Boah. Okay, wir haben die Tür da oben aufgemacht. Das heißt, wir finden endlich einen Rückweg. Ich muss mir ein Medikit kaufen. Ich muss mir auf jeden Fall ein Medikit kaufen und dann jede Menge Filter. Das war mir gerade ein Tick zu knapp. So, jetzt werden wir erstmal sterben, weil wir nicht genug Energie haben und die Nosales werden uns erstmal eine hauen. So, auch mal was. Ja, noch lauter. Die Tür klemmt. Na toll. Zwei. Das sind eindeutig zu viele, Alter. Oh, wollt ihr, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Das gibt's ja nicht, Alter. Schauen wir mal, ob du da etwas Wertvolles hast. Habe ich. So eins hatte ich auch, als ich noch klein war. Das hast du alles alleine angeschleppt. Hier, bitte. So. Komisch. Die paar Sachen haben uns den Rucksack voll gemacht. Interessant. So, erstmal hier Medikit. So, ein Medikit gönne ich mir. Gehen wir ein zweites. So, Filter. So, und ich würde mal sagen, den können wir auch mal neu nehmen. Die ist ganz schön kaputt, nämlich. Ach, guck mal an. Man hat nur die Anzahl, die man hat. Okay, gut zu wissen. Ja, schnell speichern.